ich gut. Nummer 6, Rabas schreibt Folgendes. Jeder Abstieg ist eine Prüfung. Und wenn der Mensch der Prüfung standhalten kann, das heißt, anhand der Gedanken, dem Gedanken, der zum Menschen kommt und dazu bringt, zu sehen, ob er unter der Herrschaft der Kedusha ist oder nicht, sprich, dass ein Mensch während des Abstiegs erkennen kann, dass das ganze Haus, also das ganze Gerüst, welches zum Zustand des Aufstiegs gewesen ist, hatte, dass alles auf dem egoistischen Willen aufgebaut war, für sich selbst zu empfangen. Und während des Abstieges kann der Mensch keine Berechnung mehr anstellen. Aber danach, wenn er wieder die Annäherung von oben empfängt, die zu einem Menschen kommt, durch das, wie geschrieben steht, ich bin der Ewige, der bei Ihnen in ihrer der in ihnen wohnt, inmitten ihrer Unreinheit. Das bedeutet, dass ein Mensch zwar noch in der Herrschaft der Eigenliebe ist, aber dennoch ein Leuchten von oben zu ihm kommt, das eine Erwachung von oben genannt wird. Wir lesen nochmal. Auszug 6, wow. Jeder Abstieg ist der Aspekt einer Prüfung. Und wenn ein Mensch dieser Prüfung standhalten kann, das heißt, an jenem Gedanken, der zum Menschen kommt, dann ist dieser Gedanke, der den Menschen dazu bringt, zu sehen, ob er unter der Herrschaft der Kedusha ist oder nicht. Sprich, dass der Mensch in Zeit des Abstieges erkennen kann, dass das ganze Konstrukt, welches er in Zeiten des Aufstieges gebaut hat, alles auf Eigenliebe begründet war. Und während des Abstieges kann der Mensch dann bereits keine Berechnungen mehr anstellen. Doch danach, sobald der Mensch wieder eine bestimmte Annäherung von oben empfängt, und diese kommt zum Menschen, so wie geschrieben steht, ich bin der Herr, der mit ihnen inmitten ihrer Unreinheit weilt. Was bedeutet, dass ein Mensch zwar noch unter der Herrschaft der Eigenliebe steht, aber er dennoch ein Leuchten von oben bekommt, welches als das Erwachen von oben genannt wird.